In dem Video zeige ich euch, wie ihr die Durchstandsbewährung parametrisiert, modelliert und auswertet. So, fangen wir gleich mal an. Sagen wir jetzt, die erste nehmen wir von Jordal. Und bevor wir jetzt hier uns mit den Parametern beschäftigen, gehen wir einfach in unseren Statikausdruck hier bei Jordal. Wir suchen uns einfach diesen Produktcode, kopieren uns. Und wir sehen hier davor auch eine 10, ein Leerzeichen mal und ein Leerzeichen. Auch das wird vom System erkannt, ob da Stückzahlen davor stehen oder nicht. Und wir gehen zurück in unser Allplan und in die Submaske. Rechtsklick, einfügen, Doppelklick. Und die Dübelleiste oder die Durchstandsbewährung hat sich erstellt. Das können wir jetzt alles noch abspeichern unter den Kurz- und Langnamen. Hier haben wir die DSB1, schließen. Und wir kopieren uns das Ganze und setzen noch eine Dübleiste der Firma Pico ab. Wir machen einen Doppelklick hier drauf. So, jetzt gehen wir in den Ausdruck von Pico. Hier nehmen wir auch den Ausdruck einfach aus der Statik mit. Kopieren das Ganze, gehen in unser System zurück, einfügen. Hier den Hersteller wechseln und einen Doppelklick. Und schon hat sich auch diese Durchstandsbewährung erstellt. Wir speichern das Ganze unter DSB2 ab, speichern, schließen, Smart Parts aktualisieren, sagen wir nein und das Ganze werten wir jetzt noch kurz aus. Wir gehen auf unseren Smart Parts, dann holen wir uns entweder die Einbauteilmengenliste 1.10 oder extra nur für die Durchstandsbewährung. Ich mache einfach eine gesamte Einbauteilliste daraus, alles und wir sehen, die Durchstandsbewährung 1 und 2 wurde erkannt, einmal Jordal, einmal Pico. Und wenn wir jetzt noch ein 3D-Bildchen dazu haben wollen, dann klicken wir hier drauf oder schließen das Ganze. Oder wir klicken hier drauf und per Mark and Zoom kommen wir an unseren gewünschten Ort und Allplan markiert uns die zugehörige Durchstandsbewährung. Genau, das war es auch schon. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Ich glaube, der Rest erklärt sich von selbst. Vorteile, glaube ich, muss man jetzt wirklich nicht erklären. Bis zum nächsten Mal. Ciao.